Nach all den Jahren habe ich meine Hämophilie eigentlich soweit fast akzeptiert mit all ihren Verboten und Einschränkungen. Du musst sie managen und manchmal vielleicht auch andere Wege gehen. Aber ja, das ist das Spiel des Lebens. Meine Kindheit war auf jeden Fall anders als die anderer Kinder. Ich hatte viele und auch lange Aufenthalte im Krankenhaus, viele Verbote und Einschränkungen. Alle meine Freunde konnten Dinge tun, die ich nie tun durfte. Und da habe ich mich dann schon gefragt, warum darf ich das nicht? Ich denke auch, dass es früher mehr Verbote gab, die heute eher akzeptiert sind. Ich mag zu joggen, wie jeder andere auch. Ich spiele Klavier, ich mache Sport. Ich fühle mich einfach nicht als Hämophiler. Bevor ich Arnie getroffen habe, hätte ich gedacht, dass er durch die Hämophilie mehr eingeschränkt ist, als er tatsächlich ist. Und freue mich schon sehr darauf, ihn dorthin zu bringen und zu trainieren. Bei meiner Herausforderung geht es darum, das deutsche Sportabzeichen zu gewinnen. Und natürlich möglichst in Gold. Wenn er den Willen und die Konzentration hat, dann daran arbeitet, ist es auf jeden Fall möglich, alles zu schaffen. Als ich ein Kind war, da war ich eigentlich eher stur. Okay, und manche sagen auch, ich wär's immer noch.